Moin, ich bin Ofe von T&T E-Mobility. Ihr habt wahrscheinlich auch am letzten Montag den Bericht in der ARD gesehen um 21.50 Uhr. Mein nächster wird ein Elektro. Wirklich? Da ging es darum, wie ist im Moment die Elektromobilität zu sehen? Der Alexander Noth ist der Journalist dort bei der ARD, der kommt von Radio Bremen. Und der ist mal rumgefahren mit einem Ampera E und hat Elektroautomobilenthusiasten besucht. Unter anderem auch Mathieu Rech und mich mit unserem Mustang-Umbau von 1966. Wir bauen das Auto um auf elektrisch und das fand er interessant und hat uns da mal besucht. Weiterhin ist er dann losgefahren zu einer Familie, die sich das Auto, die sich ein Elektroauto ausgeliehen hat, aber damit nicht richtig zurechtkam. Und dann hat er noch mit Politikern gesprochen und war noch bei einem Opel-Club. Wirklich ein interessanter, sehenswerter Bericht. Ich habe den mal hier unten unter meinem Video verlinkt. Nun ist es so, dass ich den Bericht ziemlich gut finde. Er zeigt nämlich genau das, was im Moment in der Elektromobilität los ist. Einige von euch, gerade die EV-Enthusiasten, die denken, oh gut, er hätte sich mal ein bisschen mehr informieren müssen und die richtigen Ladesäulen und Karten finden, suchen über die richtigen Apps und so weiter. Ja, hätte er. Aber wir wollen ja, oder die Öffentlich-Rechtlichen oder der Alexander Noth allgemein, er möchte ja den Leuten zeigen, kann ich in diesem Fall mit einem Elektroauto einfach so losfahren, 2000, 3000 Kilometer, glaube ich, waren es, ohne mich großartig vorzubereiten. Und man hat gesehen, das ist gar nicht so einfach. Denn die Ladesäulen und das ganze Ladesäulen-Chaos ist tatsächlich vorhanden. Und das hat er auch dargestellt. Und das finde ich absolut okay. Ich finde den Bericht gut. Er hat dann eine Familie gefragt, die sind mit einem E-Golf rumgefahren, eine Woche, glaube ich. Und dann haben die auch festgestellt, ja, für mich ist das eigentlich nichts oder für uns ist das nichts. Wir brauchen dann auch etwas mit mehr Reichweite und so weiter. Also diese ganzen Ängste, Reichweitenangst, das Ladesäulenchaos und vor allen Dingen die Unwissenheit der Zuschauer wurde hier sehr gut dargestellt. Denn er war noch bei einem Opel-Club am Ende und hat die mal gefragt und dort hat man wirklich alle Informationen bzw. alle Vorurteile gehört, die wir so kennen. Der Akku hält nur 1000 Kilometer, der braucht 10 Stunden zum Laden und die Autos brennen immer nur, also alles völliger Bullshit. Und was hat er gemacht? Und das fand ich auch gut. Willst du mal fahren? Er hat die Leute fahren lassen. Und dann änderten sich die ganzen Gesichtsausdrücke und die Meinung, oh, ist ja gar nicht so schlecht. Und ich kann euch als Elektroautomobilfahrer auch nur empfehlen, lasst die Leute fahren. Die Vorurteile kannst du damit am besten umbauen, wenn sie merken, wie cool das eigentlich ist, so ein Elektroauto zu fahren, zu bewegen und die Beschleunigung zu spüren und vor allen Dingen die Ruhe. Denn am Ende wissen wir ja alle, nichts spricht gegen Elektromobilität. Sehr interessant sind auch die ganzen Kommentare bei ARD Facebook. Das müsst ihr euch mal reintun. Es gibt zwei Bilder dort und zwei Informationen. Das eine Bild ist eine ältere Frau, die spielt auch, kommt von der Politik in dem Film eine Rolle. Wenn ihr da drunter klickt, da gibt es mittlerweile 600 Kommentare. Und dann gibt es ein Bild, wo ich mit meinem Mustang bin, also so im Vordergrund, im Hintergrund steht der Mustang. Und da geht es dann auch darum, Uwe Krüger baut das Auto um für 50.000 Euro. Und was sie da mit mir machen, das müsst ihr euch mal durchlesen. Für alle, die jetzt von außen zukommen, ich bin schon, oder Mathieu und ich, wir sind uns schon bewusst, was wir machen. Wir wollten einen 66er Mustang umbauen, wir hätten auch einen 65er genommen oder einen 67er, aber wir haben natürlich einen Mustang genommen, der günstig und gut ist. Und das geht nur bei einem Sechszylinder mit Dreigangschaltung. Das ist ein Sechszylinder-Reihemotor, Dreigangschaltung. Es gibt hier eine eigene Playlist bei mir auf dem Kanal, das könnt ihr euch alle gerne angucken. Den wollte keiner haben. Und nun haben wir noch richtig Glück gehabt, alles dokumentiert auf meinem Kanal. Wir haben einen richtig guten Zustand von dem Auto, richtig guter Zustand. Wir haben also den Sechszylinder ausgebaut, wir haben das Getriebe drin gelassen und wir bauen Elektromotor davor und Tesla-Batterien und so weiter. Alles ausführlich berichtet in unserer Playlist mit dem Mustang Elektroauto-Umbau. Aber was die Leute da schreiben, das wäre Frevel, das wäre Blasphemie, ich gehöre in die Klapse, ich soll mir mal eine Schelle abholen und so weiter. Das ist schon ganz schön heftig. Holt euch das mal an. Am besten geht ihr auch mal in den Chat und schreibt mal, was ihr darüber denkt. Ob es euch nun gefällt oder nicht. Aber so ein 66er Mustang mit Sechszylinder-Reihe und einem Dreigang-Schaltgetriebe wollte eh keiner haben. Also das ist genau richtig, was wir machen.
Und das Auto wird beim eCanWall bestimmt mitfahren 2020. Also ist es auch ein Projekt, was funktioniert und wo nicht nur geredet wird. Und ohne Mathieu Rech würde es sowieso nicht funktionieren. Zurück zu dem Bericht. Ich finde den Bericht nochmal sehr, sehr gut. Guckt ihn euch mal an. Versucht mal aus eurer, wenn ihr Elektroautofahrer seid, Blase, Elektroautoblase rauszukommen und guckt mal von der anderen Seite. So wie es früher war bei uns. Wir sind ja alle mal angefangen. Du hast dich für Elektroauto, Elektromobilität interessiert und dann hast du gelesen in den Foren und hast YouTube-Filme geguckt, was ja viele machen. Und dann ging es darum, welche Ladekarte ist wichtig, welche App ist wichtig. Das ist das, was wir schon alle wissen. Die draußen wissen das nicht. Und es ist einfach so, wie es ist. Du fährst an eine Ladesäule und wenn du nicht die richtige Karte hast, dann funktioniert das nicht. Und das ist ernüchternd und frustrierend. ENBW, Maingau, Plugsurfing und Share Recharge, das sind eigentlich die Karten, mit denen man überall zurechtkommen sollte. Aber trotz allem gibt es irgendwo noch irgendwelche Elektrizitätsfirmen, die in irgendeinem Landkreis noch ihre eigenen Süppchen kochen. Das muss geändert werden. Das ist auch die Aussage des Films. Des Weiteren werden in den Filmen immer noch Sachen eingeblendet, die mit einigen Vorurteilen aufräumen. Also, wie gesagt, ich finde den Film gut. Guckt ihn euch mal an und schreibt mal unten in die Kommentare rein, wie ihr das findet, ganz genau. Ich habe jetzt bei Facebook auch in den verschiedenen Elektroautoforen schon viel darüber gelesen. Da gibt es wirklich auch unter uns Elektroautomobilitätsfahren einige unterschiedliche Meinungen. Aber im Großen und Ganzen ist das eine gute Sache. Ich bin Ofe von T&T E-Mobility. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Daumen hoch macht, wenn ihr den Kanal abonniert. Und ihr wisst ja, Elektroauto steht da, dann lädt er. Bis zum nächsten Mal.